Wenn Sie jetzt wieder erwarten, keine Bienenpornos gucken wollen, es gibt Alternativen. Denn seit dem Wochenende läuft die Fußball-WM. Yes! Der Frauen. Yes! Wahnsinn, oder was gab es da für einen riesigen Hype? Genau, gar keinen. Denn Tatsache ist, Frauenfußball wird immer noch behandelt wie die kleine, zurückgebliebene Schwester des großen, richtigen Fußballs. Es wird mehr berichtet, wenn Manuel Neuer einen fahren lässt, als über die Frauen-WM, oder? Ist ja so. Die Spielerin der deutschen Frauennationalmannschaft kennt kein Schwein. Aber jeder weiß, wie die neue Jacke von Leroy Sané aussieht. Nämlich Scheiße. Ist der... Ist der besoffen eingepennt oder wie konnte das passieren? Ey, Leroy, das krieg mal raus. Da musst du nur mit einem Spezialreiniger beigehen. Fleckenteufel, Klotür oder was? Ich meine, niemand weiß, wie unsere Nationaltrainerin heißt, aber jeder, wer der Trauzeuge von Mesut Özil war. Wenn Özil mit seiner Frau übrigens mal ein Kind kriegt, dann wird Kim Jong-un der Taufpate, nehme ich an. Also, Frauenfußball führt ein Schattendasein, aber wenn dann darüber berichtet wird, dann muss man wirklich sagen, also Respekt, was 2019 noch alles möglich ist. Das hier stand tatsächlich so in der Bild-Zeitung. Hässlicher Auftaktsieg, dank unserer hübschesten. Hässlichste Headline, dank unserer dümmsten. Das Tor... Ja, das Tor war scheiße. Tor war scheiße, aber wie ihre Haare dabei lagen, einfach toll. Ein Sportjournalist, ja, der über das gute Aussehen der Torschützin schreibt, das ist wie ein Feuerwehrmann, der bei einem Brand angerast kommt und dann erstmal die Hecke schneidet. Thema verfehlt. Frauen könnten echt die Welt retten, ja, das ganze Universum. Und in den Artikeln darüber würde immer noch stehen, die Hose hat ein bisschen aufgetragen. Aber Universum toll gerettet. Aber es hat ja Tradition, ne, dass Scheiße über Frauenfußball berichtet wird. Wir haben einen wunderschönen, aber auch sehr verstörenden Ausschnitt von früher gefunden, der zeigt, für Sportreporter stand einfach von Anfang an fest, dass Frauen so beschissen Fußball spielen, wie Madonna singt. Für Ästheten dagegen wird ein Damenfußballspiel vielleicht kein reiner Genuss sein, obwohl es beim Spiel der weiblichen Mannschaft vom Marieneck gegen die lustigen Mädchen vom Vogelsang keineswegs um einen Weltrekord im Toreschießen ging, auch nicht um die Bundesliga und schon gar nicht darum, wer die schönsten Beine hat, sondern lediglich darum, wer ist die stärkere Mannschaft. Zu diesem Spiel wäre nur noch zu sagen, es endete irgendwann mal mit 1:0. Der Rest ist Schweigen. Hat der Typ da am Anfang eigentlich gesagt, nix für Ästheten? Das heißt übersetzt, wenn man wegguckt, dann geht's, ne? Frauen, die früher Fußball gespielt haben, die konnten froh sein, wenn die nach dem Abpfiff nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, oder? 1955 hat der DFB den Verein sogar verboten, Frauenfußball überhaupt anzubieten. Erst 1970 wurde das Verbot wieder aufgehoben. Wahrscheinlich hat eine Frau dem damaligen DFB-Präsidenten eine sehr teure Uhr geschenkt. Und dann ging alles klar. Und was haben die am Anfang sich für einen Kopf gemacht, ne? Hier zum Beispiel über die Regeln beim Frauenfußball. Man kann nicht von den internationalen Regeln abweichen. Und trotzdem muss man bei Frauen gewisse Ausnahmen machen. Also zum Beispiel wird man mit kleineren Bällen spielen. Die Tore bleiben in der Größe bestehen. Man wird eine kürzere Spielzeit wählen, vielleicht 2x30 Minuten, sodass das Ganze doch etwas gelockerter und schöner und für die Frauen angenehmer ist. Der Ball ist klein und das Spiel dauert 60 Minuten. Aber mit kleinen Bällen spielen, damit kennen sich doch eher Männer aus, oder? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Aber die wichtigste Frage war damals natürlich, was sagt denn überhaupt der Ehemann dazu? Erlaubt er das?
Fürchtet er nicht, dass die Frau unweiblich wird? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Frau durch den Sport unweiblicher geworden ist? Nein, im Gegenteil. Ich finde, meine Frau ist durch den Fußball, hat ihre weiblichen Attribute nicht irgendwie geschmälert, sondern im Gegenteil, sie hat sie hervorgehoben. Ich habe meine Frau sehr genau inspiziert und mich von ihrem ordnungsgemäßen Zustand überzeugt. Ich meine, ganz so schlimm ist es heute ja zum Glück nicht mehr, ne? Aber Ungleichbehandlung gibt es immer noch. Wir haben recherchiert. So sieht der Mannschaftsbus der Herrennationalmannschaft aus und so der Mannschaftsbus der Frauen. Das hier. Das hier ist der Pokal der Herren-WM und das ist der Pokal der Frauen-WM. Das ist wirklich ein... Das hier war jahrelang der Mannschaftsarzt der Herren. So, und die Frauen werden von ihm hier behandelt. Es ist so. Also bevor... bevor der bei einer Verletzung aufs Feld kommt, dann steht man aber ganz schnell wieder auf, oder? Hast du so einen offenen Bruch? Nee, geht wieder, Schiri, lass weiterlaufen! Lass! Ich drücke jedenfalls unserer Elf wirklich die Daumen, dass sie Weltmeisterin werden, denn dann hat man alle Möglichkeiten. Hier, habt ihr... Hier, habt ihr das zum Beispiel gesehen? Jérôme Boateng hat eine Rolle in einem Kinofilm bekommen. Ohne Witz. Ist nur ein kleiner Gastauftritt, aber er ist immer noch länger zu sehen als in der kompletten letzten Saison bei den Bayern auf dem Platz. Und wie heißt der Film? Fuck you, Hoeneß. Nein, tatsächlich. Nein, heißt er nicht. Tatsächlich ist es Man in Black 4. Gut, wer jahrelang mit Franck Ribéry in einer Mannschaft war, hat auch keine Angst mehr vor Außerirdischen. Man in Black 4, Junge, das wird bestimmt richtig gut. Denn man weiß ja, dass der vierte Teil eines Sequels immer besonders gut ist. Er spielt übrigens selbst einen Außerirdischen, der in einer geschmuggelten Rolex im Hintern von Rummenigge lebt. Spannend.